Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Alexander Lemke zu Ihnen, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Teterow. Der Fall der Mauer im November 1989 war ein Wunder. Es machte das wiedervereinigte Deutschland von heute erst möglich. Die Einheit unseres Landes, unserer Gesellschaft ist ein Geschenk, das beschützt und bewahrt werden muss. Darum geht es heute. Das Gute ist, dass wir mit dieser Aufgabe und Verantwortung nicht allein sind. Gott ist mit uns, mit seinem Wort und mit seinem Segen. Und so können wir uns den Stürmen dieser Zeit stellen und heute in seinem Namen Andacht halten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie alle zu Hause, an den Telefonen und auch im Internet. Ich bete. Guter Gott, du hast die Welt geschaffen. Wir sehen auf das, was in 30 Jahren in unserem Land gewachsen ist, der Ertrag unserer Mühe, die entstehende Einheit unseres Landes. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, öffne unsere Ohren, Herzen und Hände. Lass uns auf dein Wort hören. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben trägt in alle Ewigkeit. Amen. Bibeltext, den ich heute bedenken möchte, finden wir im Evangelium nach Markus im 4. Kapitel. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hörten eben die Geschichte von der Sturmstillung. Ich finde, diese Geschichte passt geradezu in die Zeit der friedlichen Revolution. Die Menschen waren bereit, sich dem rauen Wind, der damals wehte, entgegenzustellen und sich auch nasse Füße zu holen, denn in diesen stürmischen Zeiten blieb es nicht aus, dass Wasser über den Rand des Bootes schwappte, in dem alle saßen. Da musste man nass werden, um etwas zu erreichen. Die Menschen damals vergewisserten sich, dass sie ihr Boot auf gar keinen Fall aufgeben wollten. Mit den Friedensdemonstrationen und Friedensgebeten wurde klar: Wir stehen zusammen, auch wenn das Wasser uns überkommt. Das Boot, in dem sie saßen, sollte doch ein Schiff zum Leben sein und kein löchriger Kahn, den man beim ersten Anzeichen von Unwetter Hals über Kopf verlässt. So sahen es damals viele. Die Erfahrung vieler Christen in dieser Zeit war, dass sie
auf ihren Steuermann schauten und frugen: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wohin steuern wir? Sie haben getan, was man in so einer Situation tut. Sie haben ihren Steuermann angerufen, ihm in den Ohren gelegen, darauf vertraut, dass er sie wieder in ruhigere Fahrwasser leiten wird, sich vergewissert, dass sie nicht vergessen sind. Mit seiner Kraft wurden die Wellen geglättet. Mit seiner Kraft sind die Menschen aufgestanden, ja, auferstanden, um der neuen Zeit entgegenzugehen. Damals wehte nicht nur der Wind of Change, sondern auch der Geist Gottes. Er traf auf offene Ohren und weite Herzen. Die Menschen waren bewegt und ließen sich bewegen, in Leipzig, Schwerin, Teterow und anderswo. Die Sehnsucht nach Freiheit, nach Veränderung, nach freier Meinungsäußerung war zu groß, als dass sie sich weiterhin wegsperren ließ. Der Weg zur Freiheit wurde ohne Gewalt beschritten und das führte schließlich zur friedlichen Revolution. Und bitte sagt nicht Wende, dieser Begriff ist absolut unpassend. Da hat sich nichts gewendet und danach sind auch nicht alle einfach nach Hause gegangen und haben sich schlafen gelegt. Die Bürger damals hielten es mit den alten Worten des Apostel Paulus an Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Worte, die uns auch in heutigen Tagen ein Licht auf unserem Wege sein können. Bibelworte begannen damals zu leuchten. Kirchen wurden Räume der Hoffnung und Zukunft. Menschen legten ihre Angst ab. Vieles wurde anders. Das Volk forderte seine Macht ein. Und die Freiheit schmeckte nach Bananen und Orangen. Wer sich dieses Wunder vor Augen führt, der kann gar nicht anders als dankbar zu sein und das auch so zu sagen. Danke Gott, dass du die Menschen damals geleitet hast. Auch das ist uns heute wichtig. Danken. Auf die Habenseite schauen. Und natürlich die Schattenseiten und Unwägbarkeiten dieser Zeit nicht verdrängen. Denn der Weg in die Einheit war auch schmerzhaft und für so manchen ein Weg in die Ungewissheit und Arbeitslosigkeit. Einigen schlugen die Wellen über den Kopf. Es war auch ein Kampf um Orientierung und ums Überleben. Vielleicht wird der eine oder die andere denken, was weiß der schon von der friedlichen Revolution und von der Einheit? Und recht habt ihr. Was weiß ich schon? Ich war noch sehr jung und konnte nicht wirklich ermessen, was da geschah, aber dass da etwas geschah, das mich und alle betraf, das habe ich sehr wohl verstanden. Und dass viele das auch als ein Wunder erlebten. Das macht alle damals zu Zeugen, zu Glaubenszeugen, weil irgendwann der Glaube an Veränderung, an die Macht zum Guten größer war als der Zweifel und die Angst. Die Mauern in den Köpfen und die durch Deutschland wurde durch mutige Menschen mit Kerzen und Gebeten zu Fall gebracht, auch hier in Teterow. Als Glaubenszeugen dürfen wir deshalb nicht schweigen über das, was wir erlebt haben. Die Angst im Sturm der Zeit, sie war in diesen Oktobertagen vor 30 Jahren sehr berechtigt. Aber die letzten 30 Jahre bringen es mit sich, dass im Nebel der Zeit manches lieblicher aussieht, als es in Wirklichkeit war. Wir schauen auf die Geschichte zurück und kennen das gute Ende. Wir erzählen fröhliche Anekdoten und was wir am 9. November taten. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Kundgebung des neuen Forums hier auf dem Markt 89. Umso wichtiger ist es für uns, daran zu erinnern, wie nah und real ein anderer Ausgang dieser Ereignisse waren. Die Waffen standen bereit. Die Isolierlager waren gebaut. Die Ängste waren berechtigt. Und so schreibt Altbischof Radke in seinem Buch »Wohin sollen wir gehen?«
vom damals noch amtierenden ersten Sekretär in Schwerin, wie er kaltschnäuzig erklärte, bei der Demonstration am 23. Oktober in Schwerin hätten wir geschossen, wenn wir den Befehl bekommen hätten. Und heute, es war der 22. Dezember 1989, wären wir genauso dazu bereit. Die Menschen demonstrierten, tanzten und ahnten nicht, wie dünn das Eis war. Heute denken wir an diese Menschen und sind dankbar, dass sie damals so mutig vorangingen, also als noch so mancher vor dem Fernseher oder hinter der Gardine in Wartestellung war. Eine Revolution ohne Blutvergießen, ein Wunder. Der Sturm, die hohen Wellen, die SED, die Mauer. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Diese Geschichte und unsere Geschichte von der friedlichen Revolution bis hin zur Einheit lehrt uns, dass wir auf derlei Wunder hoffen können, dass wir damit rechnen dürfen. Und solche Wunder haben wir heute genauso nötig wie damals. Denn die Einheit ist kein Geburtsrecht. Sie muss immer wieder errungen werden. Christen können dafür das tun, was sie durch die Zeiten hindurch getan haben. Ihrem Steuermann anhauen, ihn anrufen: Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Der Herausforderungen sind viele, auch heute. Die Mannschaft wird kleiner und älter. Unser Land ist einem Sturm ausgesetzt. Die Wellen einer Pandemie sind über uns und die meisten Länder der Erde hereingebrochen. Und so rüttelt und wackelt es am Boot der Gesellschaften, prüft die Festigkeit und Qualität der aneinander gefügten Holzplanken. Es scheint nicht erst seit Covid-19 etwas offengelegt worden zu sein. Ungestüme Winde blasen in unsere Segel und bringen unser Boot ins Wanken. Vielleicht verstehen wir so, dass es für Einheit noch viel mehr bedarf als das Zusammenfügen zweier ehemaliger getrennter Landesteile. Viele Menschen sind verunsichert und wünschen sich die Zeit vor Covid-19 zurück. Sie alle fragen sich, wie kommen wir wieder in ruhigere Fahrwasser? Pennt unser Steuermann denn? Hat er uns allein gelassen? Auch wir müssen uns fragen lassen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Das Wort Gottes kann uns trösten und ermutigen, aber es fordert uns auch heraus. Wir sind nicht der Zuckerguss, sondern das Salz der Erde. Das ist nicht immer bequem. Das gefällt auch nicht allen. Aber die Verantwortung bleibt für unsere Erde, für unsere Mitmenschen, für die Einheit und Demokratie unseres Landes. Vor 30 Jahren haben die Menschen das in ihren Herzen bewegt und sind losgegangen zu den Friedensgebeten und lagen ihrem Gott in den Ohren, so wie die Jünger im Boot. Am Ende wurde die trennende Mauer überwunden, durch Kerzen und Gebete, durch den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, durch Menschen, die sich begeistern ließen. Mit dieser Erfahrung können wir auch die Stürme dieser Zeit durchstehen. Wir haben allen Grund zu hoffen, denn Gott sitzt mit uns im Boot. Er steuert uns durch den Sturm. Amen. Ich bete mit den Worten, die uns mit unserem Herrn und allen Christen weltweit verbinden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow.
Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie Gott befohlen.